Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards Wheel 2. Es ist soweit, ich habe Geld ausgegeben. Es war aber eigentlich eine Frage der Zeit. Aber ich habe jetzt über 400 Stunden in dem Spiel. Tatsächlich, also mit dem Spielstand über 300. Und ich finde es ziemlich super. Ich habe im gleichen Zeitraum dieses Spiel deutlich, deutlich mehr gespielt als Diablo 4 und habe deutlich mehr Spaß gehabt als mit Diablo 4 und ich habe für Diablo 4 deutlich mehr ausgegeben. Von daher finde ich es okay. Ich habe mir das Boost Package gekauft, also ich finde es okay, den Entwickler da zu unterstützen. Ich war noch so ein bisschen am Ringen mit mir, aus dem einfachen Grund, weil natürlich das Spiel schon irgendwie künstlich langsamer gemacht wird, um dann halt irgendwelche Speedboosts zu verkaufen. Aber angesichts der Tatsache, dass das auch so Einmalkäufe sind, war das dann halt so, ja komm, okay, gib mir einfach das Ultimate Bundle und gut ist. Ne Wheel Boost ist halt einfach nice. Time Force finde ich insofern halt ganz cool, dass ich im Moment halt ja wirklich, naja, also ich will nicht sagen 40, sondern eher 45 Stunden die Woche arbeite und halt einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit von Montag bis Freitag irgendwie zum Daddeln habe, aber dann abends zumindest noch so jetzt regelmäßig meinen vollen Timeforce-Bonus mitnehmen kann pro Tag. Das habe ich sonst halt meistens nicht geschafft, also so einen halben vielleicht, aber selten den ganzen. Irgendwie doppeltes Gold ist halt so, ja gut, niemand braucht das. Und 50% Battle Speed ist schon nice. Ich bin mal gespannt, ob der auch auf die Stagnation Timeline wirkt. Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Also, wie gesagt, es ist halt so ein. Eigentlich ist es schon nur so designed, um das auch verkaufen zu können. Aber andererseits ist es halt ein Free-to-Play-Spiel. Und ich finde es halt echt noch ein faires Modell, da das so ein irgendwie Einmal-Ding ist. Klar gibt es den Gemshop. Aber ganz ehrlich, ich habe 1700 Gems, die ich mir, okay, also ich habe durch das Boost Package habe ich jetzt insgesamt 80 bekommen. Wow, okay, also sagen wir, ich habe 1600, die ich mir halt easy freigespielt habe. Also brauchst du halt gar nicht, brauchst du halt wirklich gar nicht. Ne, auch den ganzen Kram, das habe ich ja auch zwischendurch alles schon geholt, ne? Also das könnten wir theoretisch mal easy machen, aber brauche ich im Moment halt noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Und selbst für die Mega-Boost-Jewels, ne, um hier später die Helden freizuschalten, also zahlst halt 25 Gems für 5 Boost-Jewels, beziehungsweise zahlst halt 500 Gems, um halt den zum Beispiel freizuschalten, umgerechnet. Also es ist halt jetzt nicht so das Ding. Das ist schon, finde ich, in der Hinsicht echt fair designed. Von daher ist jetzt so, okay, ich packe halt einmal Geld rein. Finde ich voll okay, es ist ein Spiel, mit dem ich Spaß habe. Und es läuft schon deutlich angenehmer. Also es ist zwischenzeitlich nicht mehr so super zäh. Ich würde jetzt auch gerade mal timewarpen, weil wir hier durch sind. Außerdem ist dann dieser Gelbfilter weg. Und ich würde mal in die Weekly Challenge gucken. Ranger, Scout, Hunter. Gold Multiplier auf die Hälfte. Was kriegen wir? 20% Agility, 10% Gold Find und ein Unique Bow. Der halbe Gold Multiplier ist nicht. Wobei, das wird jetzt durch meinen permanenten Doppelbonus halt wieder ausgeglichen. Würde aber auch so oder so nicht den großen Unterschied machen. Okay, Ranger, Scout und Hunter ist aber eine ganz okay Sache. Gehen wir mal rein. Und dann können wir noch einen mitnehmen und dann nehme ich mal den Battle Walker. Sehe ich mich. So, und was wir jetzt hier nämlich theoretisch auch machen können, was auch den Laden einfach ein bisschen schneller macht, ist halt kurz warten. Und eigentlich müssten wir dann, oder kriegen wir hier keinen Daily Bonus? Kriegen wir hier nicht den Daily Bonus? Eigentlich haben wir den Daily Bonus doch immer gekriegt. Für das Refreshen. Mysteriös. Das packen wir in die Statue of Wealth. Und dann rein da. So, jetzt.
Also ich habe den Gem Boost auch noch aktiv, aber damit kommen wir halt easy mal auf 9-fach Speed und das ist schon so. Ja, bitte. Ich möchte das in meinem Leben. Danke. Vor allem musst du jetzt auch nicht ständig klicken, um das Ding am Laufen zu halten, sondern das läuft jetzt einfach 10-mal so lang wie vorher. Das ist schon ganz neat. Ah, der Goldboost wird auch einfach erst am Ende des Runs draufgerechnet, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber ja, so sind die Weekly Challenges vielleicht auch nicht mehr so 100% Cancer, weil, boah, waren die bislang halt zäh. Also von daher ist das jetzt vielleicht irgendwie halbwegs machbar. Auch mit wenig Zeit. Sonst hatte ich halt also wirklich wenig Chancen. Also es hat halt immer gerade so in einer Woche gepasst irgendwie. Nee, eigentlich will ich da gar nichts weiter. Ich hätte gern nur erstmal. Gib mir die Plate Mail, gib mir den Buckler, gib mir die Booties. Kite Shield nehme ich auch noch mit. Noch ein Buckler, das geht schon. Was haben wir hier? Macht er irgendwas mehr Schaden? Du bestimmt. Einfach weil du plus 4 hast. Scimitar ist auch besser. Iron Sword ist so bedingt besser. Aber wir können ja refreshen. Ja, nehmen wir noch einen Scimitar mit. Einen Bogen, und dann sollten wir doch eigentlich genug haben. So, das bringt dir tendenziell am meisten. Dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du kannst nur das Ding tragen. Okay, keiner kann den Stuff tragen. Spannend. Nie. Okay, da hätte ich vielleicht mal vorgucken sollen, bevor ich das kaufe. Krass, ich hätte schwören können, dass... Ach stimmt, nee, die sind ja alle light. Ich bin irgendwie hier davon ausgegangen, dass er auch ein Kite Shield tragen kann, aber das ist natürlich vollkommener Unfug. Deswegen wird auch niemand... Achso, nee, die Half-Plate Mail ist eh vom Battle Walker, ne? Könnten natürlich gucken, kann... Okay, du kriegst vielleicht einfach das Ding... Bra. Bone Shield wird niemand tragen können, ne? Weil wir keine Undead haben. Gut, dann ab in den Storage. Das Ding verkaufen. Okay. Also wir hätten theoretisch einen Undead mitnehmen können, aber... So wichtig ist der Schild dann auch nicht. Ja, wobei, ja, der ist schon nice. Aber will ich dafür den Battle Walker rausschmeißen? Ich glaube nicht. Sehe ich nicht. Machen wir mal nicht. Boah, ich merke, ich muss echt ein bisschen mehr trinken. Heute Morgen irgendwie schon eine Stunde Sport gemacht und seitdem noch nicht wieder vernünftig den Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt. Ah, jetzt sieht man hier auch direkt das Boost On dran. Ich jetzt hier nämlich den Perma-Boost-Button auch endlich benutzen kann, der nicht mehr ausgegraut ist. Möchte übrigens keine Legendaries behalten. Oh, dass man da nicht gedrückt halten kann, ne? Außer... So, ich hoffe, der Filter funktioniert so. Ja. You can separate. Okay, mit einem Komma können wir es trennen. Und multiple terms können wir mit einem
Plus verbinden. Ja, okay, perfekt. Das ist genau das, was ich so haben wollte. Ich hoffe, der hat das jetzt gespeichert. Gucken wir gleich nochmal. Also ist hier natürlich Unfug. Das ist eher für die andere Timeline. Aber das ist schon okay. Jetzt heben wir halt prinzipiell nur Equipment auf, was halt perfekte Qualität hat. Also eine 100er Quality und einen Sockel. Ja. Das sollte doch eigentlich gut sein. Theoretisch können wir jetzt auch noch Namen da reinpacken, wenn wir irgendwas Konkretes noch haben wollen. Schauen wir mal. Battle Walker jetzt schon MVP, ey. Ja, aber das ist doch eigentlich ganz neat. Dann kann ich das jetzt eine Weile laufen lassen. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, ne? Ich meine, es ist jetzt kurz vor Mittag. Schauen wir mal. Ich habe übrigens tatsächlich noch rausgefunden, was gestern Abend so einen Krach gemacht hat. Es war tatsächlich jemand, der irgendeinen Teppich ausgeklopft hat, so beim Haus schräg gegenüber. Aber dann auch mit wachsender Begeisterung, also so abends um 9:30 auch noch, wo ich mir dachte so, okay, warum, also es war jetzt auch kein Tag, wo es super heiß war, wo ich jetzt gesagt hätte, oh naja, über Mittag wäre ich da auch nicht rausgegangen, aber es ist halt so. Und das ist halt einfach eine Sache, die hörst du in der ganzen Straße. Also war jetzt halt okay, ich habe dann irgendwann mein Fenster zugemacht, so war dann in Ordnung. Aber ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt halt in dem Haus oder im Haus nebenan gewesen wäre, also wo er halt in der Einfahrt stand und zum Beispiel Frühschicht gehabt hätte, mich hätte es massiv abgefuckt, glaube ich. Aber nun ja, sei es drum. So, dann machen wir gleich weiter. Ich würde noch einmal hier rüber wechseln. Ja, gib mir einfach kurz das Overmind. Dann würde ich hier nämlich gerade nochmal durch den Forest schreddern. Und dann nochmal gucken, ob ich eine andere Timeline an den Start kriege. Was jetzt natürlich ein bisschen dramatisch ist mit dem Boost Package, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich kann permanent solitär spielen. Also das hat dann halt so einen 10 Sekunden Cooldown, bis ich ein neues Solitär anfangen kann. Das ist so, ich weiß nicht, ob das so gut für das Let's Play ist. Aber ich versuche es mal in Grenzen zu halten. Ich mache jetzt auch nicht weiter, das lohnt halt auch nicht. Und es geht ja jetzt tatsächlich auch fix. Ich bin mal ein klein bisschen gespannt. Manchmal ist es ja auch irgendwie so, dass ich mir selber halt... Also wobei eigentlich ist es mir noch nicht wirklich passiert, aber es gibt immer so Sachen, wo ich mir denke so, wenn ich da jetzt echt Geld für ausgebe, da mache ich mir den Spielspaß mit kaputt. Also da kaufe ich mir Vorteile, die ich eigentlich nicht haben will. Aber ich glaube, hier bin ich insgesamt echt ganz zufrieden damit. Wenn es mir irgendwann zu viel ist, kann ich den Speedboost ja auch einfach ausstellen. Das ist schon okay. Dafür gibt es einen Button. Und der Rest ist jetzt halt echt nicht so krass. Von daher, ich denke, das geht klar. Und wir müssen bis 21 oder bis 24? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, bis 21. Nee, dann doch bis... Nee, Quatsch, wir müssen ja schon viel weiter. Wir müssen bis 31. So, ich habe vorher voll nicht drauf geachtet, aber 31 müsste Sinn machen. Wir müssen 21 extra machen. Ja, 21 extra klingt richtig. Es geht jetzt nicht. Es ist...
weiß nicht, ob es fast schon übertrieben ist, aber ich finde es gerade echt einen ganz angenehmen Speed. Also so das 14-fach und so mit dem Boost Joules brauche ich auch gar nicht. Das reicht massig. So, dann müssten wir jetzt aber gleich durch sein. Yes. Sehr gut, dann nehmen wir aus Prinzip noch die Gems mit. Und ein Minimum an Time-Mana. Wahrscheinlich so 300. Nein, nicht mal. Okay. Cool, dann verkaufen wir den Spaß. Das Kruzifix kann, glaube ich, einfach mal in Storage. Und dann Time Warpen wir mal. Und guck mal, was wir hier haben. Spellcaster, immerhin 5-fach Time Mana. Das ist okay. Skills must be used, ist halt ein bisschen uncool, aber läuft schon. Jetzt ein bisschen gucken, was wir damit reinnehmen. Prinzipiell Battlewalker hat. Der ist halt schon super. Das funktioniert, dann würde ich hier gerade nochmal refreshen. Was macht der Golem so? Der macht. Naja, der greift nicht an. Das ist Mist. Greift der Cyborg an? Yes. Sogar alle zwei. Das ist ziemlich super. Nee. Diese 10 Sekunden Cooldown-Start, ich weiß nicht, wie viel sind das sonst? 8 Minuten oder so? Es ist so angenehm, ne? Cyborg. Was macht die Laser Drone? Next Attack 4 times Damage. Alles klar. Gekauft. Auto Equip. Naja, aber. Nee. Nimm mal bitte den Ring of the Sloth King. Na, no. Sehe ich eher. Okay, du hast auf jeden Fall Mana Flow Equipment. Der Dragon Tooth bringt da jetzt halt relativ wenig, also zumindest das Massive davon bringt relativ wenig. Ich muss gleich mal gucken, wer die meisten Hitpoints hat. Und dann würde ich da nämlich tendenziell noch den Ring of Destiny hinpacken. Für mehr Time Mana. Das heißt, wir gehen hier gleich nochmal wieder raus. Okay, es nimmt sich alles nicht viel, aber dann prinzipiell einem von den beiden Cyborgs. Dann kriegst du einen Ring of Destiny. Muss mal gucken, auf was wir zurückfallen, wenn das Ding aus ist. Fallen wir dann auf 6 zurück? Müsste eigentlich, ne? Halt so weird, dadurch, dass wir durch das Package halt 50% Battle Speed kriegen und aber nochmal Verdopplung des Wheel Speeds, gehen wir halt von eigentlich 1, also von eigentlich einfachem Speed auf. Ne, Moment, wir haben ja einen Base Speed von 1,25, oder? Das ist halt auch super weird. Aber sagen wir mal, wir haben einen Base Speed von 1, dann gehen wir da eigentlich schon auf 3, also halt auf 1,5 und dann verdoppelt sind 3 und mit Boost dann, also mit Anklicken und Drehen dann eigentlich auf 6 müsste eigentlich. Krass, hat der schon, hat der mit dem Ring of Destiny jetzt schon auf den Sack bekommen, wie viel weniger Hitpoints der dadurch hat. Holy shit. Okay, das machen wir dann vielleicht doch nicht, das ist es halt nicht wert. Ja gut, macht halt nur Spirit Bonus, ne? Ja, jetzt habe ich ihn aus Versehen weggepackt, das wollte ich nicht. Gehen wir wieder rein in die Party. Das Ding macht halt schon einfach 2000 Vitality Bonus.
Es ist halt schon ein Unterschied. Könnten ihm natürlich. Ruby macht doch bestimmt. Also jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Was macht der Ruby? Agility Bonus. Macht denn hier nichts live? Irgendwas muss doch hier Vitality Bonus machen von den Gems. Na, der Emerald Safe nicht. Das ist auch nur Damage. Spirit Bonus. Das ist Safe Void Damage. Okay, das ist aber 27% Bonus zu allen Stats. Okay. Nach was sind die hier sortiert? Ich meine, Emeralds hatten wir hier eigentlich. Und das macht halt gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist einfach nach Reihenfolge, wie sie eingelagert wurden, oder? Du machst tatsächlich Vitality Bonus. Ja gut, dann können wir das doch nochmal probieren. Dann machen wir das so. Ist nicht viel besser, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vielleicht reicht es zum Überleben. Er kriegt jetzt doch instant auf den Sack. Er hat schon mal nur 2/3 der Hitpoints im Vergleich zu den anderen, ne? Ah, er kriegt jetzt aber natürlich auch weniger Nature Damage. Ne, der macht mehr Nature Damage, ne? Das war's. Na, ich guck mal. Im Moment sieht's ja okay aus. Im Zweifelsfall wechsle ich wieder auf den Ring of the Sloth King zurück. Aber ja, das ist auch so, auch nochmal so ein Tipp für den Anfang, auch wenn es jetzt wahrscheinlich zu spät ist, aber wenn ihr die Sloth-Timeline habt, nehmt sie mit. Weil die Sloth King-Ringe sind einfach so gut. Die retten mir so auf den Arsch einfach. Oder machen Timelines halt grundlegend zu viel angenehmer. Einfach durch das Auto-Heal. Das ist schon eine gute Sache. So richtig glücklich macht mich das nicht. Er heilt auch nicht wirklich, ne? Ah, nee, wie auch. Ja, nee. Ist Grütze, machen wir mal nicht. Storage und dann. Mach das mal so. Wir müssen den Ring of Destiny natürlich auch nochmal leveln, ne? Equip mal das Ding bitte. Und dann würde ich zusehen, dass ich dich. Habe ich genug Gold dafür? Ah ja, easy. Okay. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Nicht wirklich, aber wir können da nochmal Level draufpacken. Und da. Naja, und den Rest dann wahrscheinlich im Laufe des Runs. Nochmal von 160 auf 172 heben. Gut. Okay, dann machen wir jetzt aber den Forest tatsächlich mal fertig. Warum hat er jetzt nur E10? Der muss doch. Der hat doch vorher auch E12 gehabt. Und das Ding bringt sogar mehr Vitality Bonus als der andere. Müsste der hiermit nicht dann noch. Ich bin
bisschen verwirrt gerade, ne? Sind die am Anfang des Runs nicht irgendwie mehr? Ich meine, auch mit E10 überlebt er, ne? Das ist jetzt nicht so das Ding. Aber der hatte noch mehr Hitpoints. In der festen Überzeugung. Naja, wird schon. Jo, das so Stand der Dinge. Ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge mal, wie lange ich für die Weekly Challenge gebraucht habe, ne? Das ist so die Sache. Ich gehe jetzt auch. Ich werde diesen Forest niemals fertig machen. Not gonna happen. Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch irgendwas mitnehmen kann. Statue of Appreciation. Schon noch mehr Time Mana. Ist schon nicht verkehrt. Ich glaube, die sollte ich grundlegend ein bisschen mehr hochziehen. Wenn ich das kann. So, und dann gehe ich jetzt in Wirklichkeit rüber hier hin, weil das braucht einfach viel mehr Zeit. Oh ja, die braucht es. Allein das ist so langsam. Das macht mich fertig. So, aber ja, dann lasse ich das jetzt einfach mal eine Rutsche laufen. Und dann gehen wir vielleicht auch irgendwann mal eine Hero Facet an. Mit dem Speed-Bonus sind die vielleicht auch nicht mehr ganz so problematisch. Gucken wir mal. Also sie sind dann halt immer noch schwierig, aber sie brauchen halt vielleicht nicht mehr 8 Tage, sondern vielleicht nur noch 3. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.